Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist wieder der Fruitchief mit Let's Play Eternal Sonata. Ja, wir haben in einem Kampf aufgehört, aber ich habe den nochmal kurz zu Ende gemacht und dann habe ich mal trainiert. Wie wir sehen können, ist Mazuka jetzt auch auf Level 30 und die anderen beiden sind Level 33. Und jeder hat etwas Neues gelernt. Allegrello, Sternexplosion. Ich liebe es. Mit 8 Treffern, ist sie genau besser als Sonnenschlitz oder Schattenangriff. Dann hat die gute Viola den weißen Dolch erlernt. Also das ist praktisch Knochenbrösler im Licht. Und dann hat die gute Mazuka hat den Schattenstrahl erlernt. Eine neue Fähigkeit im Licht. Sehr schön. Deswegen gebe ich die mal ganz schnell zeigen. Ja. Es ist zwar nur ein Treffer und den kann man nicht mit den Echos weiter kombinieren, also Harmonieangriffe ist mit den Pustikus. Aber immerhin eine weitere Fähigkeit. So, ich habe auch die schon mal mir die Freiheit genommen, die reinzutun, die Fackel. Und denn dahinter ist eine blaue Flamme. Damit können wir noch tiefer in ein Gebiet reindringen, eindringen. Mit zwei blauen, zwei roten. Ist schon ganz nice so. Ah, jetzt brauche ich nicht mehr zu kämpfen. Ich habe ja jetzt genug. Hui. So, dann nehmen wir mal den unteren Weg. Aber wir waren jetzt in den oberen. Ah, speichern brauche ich nicht. Das ist. Da war ich doch. Ja, ich muss hier in dem hier rein. Lila ist der Nebel, ja. Da. Ich doof, ich hab. Ich glaube, ich habe ein bisschen was vergessen. Das bisschen nennt sich rote Flamme. Sollte ich schon mitnehmen. Vor allem, wo die sich das hinstecken. Tja. Das kann niemand sagen. Na? Rot bei die Flamme, kennen wir schon. So, dann gucken wir mal, was sich dahinter verbirgt. Gräbfelder der Genies. Nein. Nix. Nur ein Haufen Gegner, hier ist auch nix. Nö. Nix. Noch nix. Da geht's nämlich weiter, auch wieder lila. Vielleicht wieder irgendwo noch eine Truhe. Kein bisschen was Truhe. Na gut. Ach, hier gibt's gar keinen Gegner. Also auf der oberen Linie. Ich wollte gerade echt ein Seelenlicht angreifen. Ich hätte gedacht, die Kontrolle hat sich gebackt. Aber Level 2 ist es ja ganz schnell. Relativ. So. Und hier. Oh. Greif dich Viola an. Nein, lass Viola vor, du Arschloch. Na, warum konnte er nicht Verzug angreifen? Viola regt sich doch nicht. Ah! Wie behindert. Nee. Ich bin gerade so schlecht. Ey, du bist doch so ein dreckiger Affe. Der nur 374 HP hat irgendwie.
That was a good fight. Behindert. Ach ja, bevor ich vergesse. Der Heiligenfall wieder auswechseln mit Heilerfall. Auch vielleicht sollte ich den Heilerfall als erste Fähigkeit setzen. Nur mal so, rein theoretisch. Da ist nämlich auch noch was. So. Ich würde die ab ganz bestimmt müssen, diese kämpfen. So. Mal das Deck. Mir ist nur wichtig, dass Viola sich deckt. Aber Gravel ist egal, da kann sich ja eh decken. Ich glaube, ich mache das. Regenerieren. So, ist hier nämlich auch nochmal lila. Aber welchen von beiden gehen wir jetzt? So, den nehme ich mit. Warum sind hier nur zwei? Also, zwei gehe ich raus, nicht drei. Licht, komm bitte hier wieder zurück, ich muss heilen. Haha. Sehr schön. Ja, schnell. Super. Jetzt auch wieder Viola wieder voll dabei. Dann, ja. Würde ich mal sagen, gehen wir mal gucken, was der untere bietet. Blau muss die Flamme sein, da kriegst du die blaue. Rot muss die Flamme sein, da kriegst du auch die rote. Also, wo kommen wir raus? Hinter der blauen Wand, ja. Weil wir brauchen noch ein drittes Blau, um dahin zu kommen. Nein, das ist doch scheiße. Kostet euch Zeit. Derpy derp. Na gut. Kann man nichts machen. Dann ist oben. Müsste jetzt eigentlich eine blaue Flamme versteckt sein, weil was sonst kommt. Wüsste ich jetzt nicht gerade, wo wir lang müssten. Ach, das ist ja der hintere Weg. Herr Derp. Super. Das ist schon mal richtig nice, würde ich mal sagen. Ach ja. Löwenmähne. Was ist nochmal mit Löwenmähne? Ach, den habe ich gerade gesehen. Erhöht Einzelkraft, Angriffskraft um 10%. Ja, das ist ganz nett. Benutze ich aber trotzdem nie. Eingang zur Quelle. Scheiß aufs grüne Feuer, ey. Nämlich hier ist das grüne. Aber trotzdem, da unten die Ecke, die würde ich jetzt nicht unbedingt direkt abschreiben. Ich speichere mal. Vielleicht nach dem Endkampf werden wir direkt nach hinten gespawnt. Ach. Ach ja. Ich brauche blau überall. Nicht so schön. Das ist so blöde. Dann muss ich nämlich hier wieder zurück. Die Flammen mitnehmen. Wenn er. Hallo. Bitte, bitte. Fragezeichen. Hallo. Danke. Meine Güte. So. Ich habe von allem eins. Die Gegner wollen eins aufs Brett. Könnt ihr gerne haben. Kann ich gleichzeitig auch ein paar Echo sammeln für den Endboss? A little extra spark and it's cutting edge.
Ja. ...88.000. Mhm. Sehr Aua hat das gemacht. Er hätte ich... ich wollte eigentlich gerade nach unten gehen. Egal. Oh. Mal wieder... drei Gegner und keine zwei. Das ist doch echt eine Sonderbarkeit hier. Im Friedhof, Städte der Genies. Falsche Seite. Falscher Knopf. Fuck. Ich hätte den angreifen sollen. Finger weg von Viola. Du bist so tot. Die Kackfische sind so schlecht zu blocken. Blöde Arsch. Viecher Dinger. So. Wenigstens wieder voll. Aber wenn ich nicht aufpasse, dann passiert mir immer so ein Kack. Nein! Gut. Irgendwo muss da noch eine blaue Flamme sein. Ha. Ach naja. Ich guck da mal später. Und da zeige ich euch, wo ich sie gefunden habe. So. Ui. Das alles nur, damit man hier so durch kann. Ich frage mich jetzt auch gerade, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Ach doch, jetzt weiß ich es wieder. Weil ich blau brauchte. Ah, jetzt macht das auch wieder Sinn. Da sieht man den Endboss. Wie man es sonst auch tut. So. Hm, alles voll. Alles klar. Alles bereit. Go. So. Natürlich mit... Companions, Untergebenen. Hätte es auch anders sein können. Ich finde der so schwer zu treffen, weil der halt fliegen tut. Der kleine Drecksack. So. Erstmal kriegst du schön eine Kombi ab. Zwar ins Gesicht. Wie gut, dass man fast nicht liegt. Guck, allein. Fast schon eine Kombi. Autsch. Hallo? Das hat vielleicht ein bisschen Aua gemacht. Auch nur ein bisschen. Das ist alle gerade in Ruhe. Naja. Ist egal. Weil Viola kann dadurch trotzdem immer noch treffen. Die steht im Dunkeln und kann Heal Arrow machen. Sauber. Wie finde ich das denn bitte? Jo. So, da wollte ich eigentlich Pause machen. Weil den Rest des Kampfes, den sehen wir erst beim nächsten Mal. Bye.